schon zugeben, das ist schon ein bisschen falsch. Aber, naja, das hat die Schweiz. Nee, aber ist so übertrieben, ey. In der Schweiz so, glaube ich, 8 Millionen Einwohner oder so. 8 Millionen? Ja, kann sein, keine Ahnung. Und oh, shit, das war ein Penner. Gute Nacht. Ich habe ja an sich nichts gegen Ausländer, ne, aber einfach gegen solche, weißt du, wisst ihr, wenn jetzt zum Beispiel, was nehmen wir, das nicht so rassistisch ist oder sonst was, sagen wir, ja komm, nehmen wir ein schönes Beispiel, ein Ami, kommt ein Ami in die Schweiz, ne? Der ist ja dann grundsätzlich nur zu Gast, auch wenn er einen Schweizer Pass besitzt, in meinen Augen, weil, ne? Ne, also der ist ja jetzt, also nach meiner Meinung nach ist der ja ein Gast, ne? Warum ist das so ein fetter Arsch, ey? Ja, ne, und wenn der jetzt aufmuckt, zum Beispiel, ist, ne, ich würde jetzt das knallhart durchsetzen, der macht jetzt, ja, und der klatscht jetzt eine Oma zusammen, ne, oder, weiß auch nicht, macht einfach was, so richtig etwas, richtig Behindertes. Okay, Amoklauf zum Beispiel wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich meine jetzt einfach nur, ne. Wenn jetzt hier richtig aufgucken würde, eben zum Beispiel hier, ja, ne, okay, nehmen wir jetzt einfach mal hier so richtig Hooligan-Style, ne, der verprügelt jemand fast zu Tode und so. In meinen Augen kein Gefängnis oder sonst was, nein. Zurück in sein Land schicken, wo er gekommen ist, weil das ist grundsätzlich auch fast schon die größte Strafe, weil die kamen ja in die Schweiz entweder, um hier Geld zu verdienen, weil die denken, ja, ne, Schweiz gehen, bisschen Arbeit, bis er den Pass hat und dann hier Arbeitslosengeld beziehen, ne? Und dann gleich reich sein wie der Behindertste. Fehl am Platz. Echt nur. Weil, ne, wie gesagt, da mehr knallhart durchsetzen, Straf, also da in Akten schreiben, was der gemacht hat. Dann das natürlich auch und dann den in sein Land zurückschicken und dort dann die Strafe absetzen oder sonst was. Zum Beispiel, wenn der jetzt Russe wäre. Also ja, zum Beispiel jetzt Russe, ne? War ja auch bei diesem Pussy Riot oder wie die Schlampen auch immer hießen. Dass die ja da was gemacht haben und jetzt da in so eine Anstalt müssen. Und sie haben gesagt, ja, die geschätzte Chance, dass alle drei rauskommen, bis zu irgendwie 30%. Das heißt, dass mindestens das 1 bis 2 sicher sterben werden. Fickt euch. Und, ne, also, mit meiner Moral, ist einfach eben, wie gesagt, der, also nach unserer Strafmaß, ne? Ja, so, ja. Bei uns wäre das jetzt, keine Ahnung, Bußgeld bezahlen, vielleicht sogar Knast. Kommt halt, es schaut drauf an, wie er ihn, also mit Wasserring, so kaputt geschlagen hat, zum Beispiel mit Schlagstock oder illegalen sonstigen Scheißzeug. Das wäre bei uns jetzt eben da bezahlen und dann entweder Gefängnis oder Anstalt oder sonst was. Und wenn man jetzt eben guckt, dann würde der jetzt in Russland, na, von Ami zu Russen, ne, sehr gut, würde der jetzt in Russland, hörst du doch auch in diese Anstalt kommen. Und das wäre dann
sozusagen Drohung genug, dann ist die eben nicht aufmucken. Ganz einfach. Und ja, ne. Humanist hier. Nein, nein, nein! Oh, bist du behindert, Max, Alter. Boah. Ne, also für könnt ihr ja in die Kommentare schreiben oder pennen oder sonst was, ist mir auch scheißegal, wie ihr dazu steht. Wenn jetzt zum Beispiel bei euch, das auch in Deutschland oder in Österreich oder auch in der Schweiz, zum Beispiel wenn euch jetzt, ja okay, euch ist immer so eine Sache, einfach wenn jetzt irgendjemand, ja komm, nehmen wir das mit der Oma, die Oma richtig abklatschen würde, was der dann noch, also wie, also ja, das ist da einer, der jetzt da ein richtiger 100%iger Einwohner ist, da halt richtiger Deutscher, richtiger Schweizer, richtiger Österreicher, also ja, du Spitz. Ja, jetzt könnt ihr ja eben schreiben, was ihr jetzt die gerechte Strafe findet würden, damit die eine genug starke Drohung haben, damit die eben so scheißen, dass die Angst haben davor, so eine Konsequenz zu kriegen. Ich weiß, ne, also das scheint, wäre ich vielleicht ein richtig mieser Diktator oder sonst was, whatever. Aber bei mir wäre es wenigstens dann gerechter als heutzutage, weil heutzutage, vor allem in der Schweiz, ne, hast du Geld, bist du geschützt. Es galt bis, ist einfach so, ne? Kann mir jetzt sagen, wer oder was auch immer, es ist einfach so. Und ja, ne. Weil es gab ja, glaube ich, stand es in den 20 Minuten. Ne, irgendwo auf YouTube gibt es das Video, glaube ich, sogar. Da hat Deutschland, glaube ich, so was, glaube ich, ein Kurde oder sonst was, hat eine Oma verklatscht, ne? Was? Was? Ne, da war eine Gruppe. Na, fick dich, Alter. Das war so eine Gruppe von Kurden, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau was, aber es war, glaube ich, irgendwas mit K. Und nein, nicht Klöten. Ja. Ihr könnt doch schreiben, ne, falls meine zu was meine Regelung jetzt da zu asozial wäre, aber wenn, dann mit Begründung. What took you so long? Where's the rest of you? You're the reinforcements Vinny promised us, right? Who else? Only it's just me. The cleaners got the rest. God damn it, they're killing us like flies! I guess one extra gun's better than nothing. Okay, let's go! All right, we'll head to the lot. We need to keep those Russians away from the ball. Yeah, keep them away from the captain. I'm sorry. Sorry, I know it's nothing to laugh about. Deadly serious. Das ist gut gesehen. Ja. Jetzt habe ich mal einmal ein Thema gehabt, ne, und das ist schon fertig. Wow. Oh. Aber wie es anhört, ist jetzt wieder ein Tor gefallen, noch gegen deine Torchance oder sonst was. Oh. Hey, enough! We got a Der job Dragunov? Nee, nee, nee. Cats and dogs here. For I'm a rain dog too. Stay sharp. Gonna rain something else too when the cleaners show up. Ich hab das Mikrofon unten. Ja, boah. Schwein gehabt, sag ich da nur.
So.